Hey meine Lieben, bevor das jetzt hier gleich mit dem normalen Video weitergeht, habe ich eine ganz kleine Info für euch. Und zwar habe ich jetzt vier Playlists von Vikings War of Clans. Dies dient dazu, dass ich die Videos ein bisschen besser sortiert bekomme, so dass ihr eben die Videos, die ihr gerne sehen möchtet, auch viel leichter findet. Es gibt jetzt eine Playlist für wichtige Informationen wie Updates, Gewinnspiele, die Ziehung der Gewinner und und. Es gibt eine Playlist mit Tipps und Tricks, so eine Art Guide, besonders für Anfänger und natürlich auch Fortgeschrittene, wo immer wieder paar gute Tipps mit dabei sind. Es gibt eine Playlist nur für die geheimen Erfolge, damit man diese eben viel besser kategorisieren und auch finden kann. Und es gibt die vierte Playlist, wo es reinweg ums Kämpfen geht. Sprich, die ganzen Events wie CVC, Holmgang, Fury, KVK, Jotunheim. Und ich hoffe, dass diese Sortierung für euch alles ein bisschen einfacher macht und wünsche euch damit viel Spaß und guckt sie doch mal gerne an. Also, weiter geht's mit dem Video. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Vikings War of Clans. So. Nach langer Wartezeit geführt, hat Plarium endlich ein paar Antworten geliefert. Die sind auf manche Punkte nicht eingegangen, haben manche Punkte sehr gut beantwortet, wie ich finde. Aber bevor wir uns jetzt diesen Punkten widmen, möchte ich euch allen erstmal ein fettes Dankeschön überreichen und übermitteln natürlich für komplett so eine geile Arbeit von euch, ne? Also ich muss sagen, ich war mega erstaunt, wie das Video ankam. Also, wir haben innerhalb von 2 Tagen die 1000-Klick-Marke geknackt. Wir haben insgesamt über 220 Antworten auf dieses Video. Und ich habe mir alle Antworten angeguckt. Ich habe versucht, auf jedem Kommentar irgendwie ein Dankeschön oder eine Antwort abzugeben, weil ich das einfach mega geil fand. Mich haben auch viele private Nachrichten erreicht. Sei es über Facebook, über Line, über Discord oder auch Ingame. Ich hatte so unglaublich viele Nachrichten mit so viel Meinung, mit so vielen Danksagungen auch und. Einfach der Hammer. Also mega Dankeschön dafür. Und so oft wurde auch gefragt, wie man mich oder meinen Kanal am besten unterstützen kann. Und deswegen wollte ich das mal ganz gerne mit hier reinspeisen, damit ich dafür kein separates Video machen muss und weil das einfach hier zum Thema passt. Das machen wir auch mal eben, bevor wir eben schnell auf die Punkte von Plarium eingehen. Und zwar, oft wurde ich gefragt, wie kann man dich unterstützen oder wie kann man dir helfen mit der Reichweite oder mit deinem Vorhaben und sonstiges. Und deswegen wollte ich euch mal so verraten, so die einfachsten Mitteln, die sogar kostenlos für euch sind, sind die, die am meisten helfen. Das heißt, wenn euch wirklich das Kontingent hier gefällt, dann würde ich mich mega über ein Abo freuen, hier auf YouTube. Kostet euch nur einen Klick und bringt mir sehr viel mehr Einfluss in vielen verschiedenen Dingen. Das heißt, wenn ich irgendwie mich um Partnerschaften bewerbe oder so, werden da immer auf die Abonnentenzahlen geachtet. Und wenn ich so bedenke, so allein in dem Monat Februar jetzt hatte ich über 9000 einzelne Zuschauer ohne Abo. Wenn diese 9000 nur die Hälfte zum Beispiel ein Abo dalassen würde, hätten wir über das Dreifache an Abonnentenzahlen, die wir jetzt haben. Und wäre natürlich mega geil. Und ja, das würde schon extrem helfen. Natürlich, wenn ihr zum Beispiel auch Amazon Prime habt, könntet ihr zum Beispiel rein theoretisch auch euer Amazon Prime-Konto mit eurem Twitch-Konto verbinden und mir auf Twitch zum Beispiel damit monatlich ein kostenloses Sub, so ein Abonnement schenken. Dieses Abonnement bringt dann pro Sub 2,50 $. Klingt vielleicht nicht viel, aber auf der Masse gesehen oder sowas. Klein viel macht natürlich auch Mist und das kostet euch ebenfalls nichts. Wenn jetzt manche von euch nicht genau wissen, wie man das macht und so, schreibt das doch gerne in den Kommentaren. Dann würde ich euch, wenn ihr das mögt natürlich, auch ein Video fertig machen, um zu zeigen, wie kann man das machen und wie vergibt man dann auch ein kostenloses Abo. Weil das sind so, es muss natürlich auch nicht an mich gehen. Vielleicht habt ihr auch einen anderen Streamer, den ihr viel mehr mögt oder wo ihr das viel mehr gönnt oder so. Dann macht das lieben gerne auch natürlich bei ihm.
So, ja, aber das sind so Dinge. Natürlich biete ich auch eine Kanalmitgliedschaft auf YouTube an. Die kostet aber mindestens 2 € im Monat. Also da ist dann natürlich besonders für jetzigen Situationen nicht für alle drin. Und deswegen sind das so zwei kostenlose Möglichkeiten, womit man mich einfach so immens unterstützen kann. Und wie gesagt, ein Abo, ein Klick, Sache erledigt, würde mich mega freuen. Und jetzt würde ich mal sagen, nehmen wir uns mal auch das Thema Plarium zu Herzen. Denn es hat mich vor 2 Tagen jetzt endlich die Antworten von Plarium erreicht. Leider nicht alle. Also wichtige Antworten fehlen leider immer noch. Aber fangen wir mal von vorne an. Der erste Punkt. Viele haben mich jetzt die Tage auch rüber gefragt, bist du noch Partner bei Plarium? Vor allem, kriegen wir bei dem Gewinnspiel überhaupt noch die Sachen gut geschrieben, wenn du kein Partner mehr bist? Und dazu hat Plarium klipp und klar eins klargestellt. Sie wollen mich als Partner nicht verlieren. Die sind mit der Arbeit zufrieden, freut einen natürlich zu hören. Aber sehr wichtig, haben sie dazu auch noch eine Nachricht und eine Erklärung abgegeben. Da muss ich mal kurz runterscrollen, weil sie haben echt einen mega langen Text geschrieben, um auch natürlich zu zeigen, dass ihnen dieses Thema sehr, sehr wichtig ist. Und bevor ich es vergesse, auch seitens Plarium war dieses Video mega, mega hilfreich, um alle eure Nachrichten, eure Meinungen zu sehen. Was ist euch wichtig? Was nervt euch? Oder was muss dringend geändert werden? Also selbst für Plarium, die waren mega überrascht, positiv überrascht und fanden es echt eine sehr, sehr coole Idee. Und fanden es auch sehr, sehr wichtig, weil eben eure Meinung ist denen sehr wichtig und die haben auch jemanden engagiert, der den alles übersetzt. Weil Google Übersetzer ist jetzt nicht immer das, na, ihr wisst, ne? Nicht ganz so der Hit. Und alleine, dass sie sich dafür so viel Zeit genommen haben und so, zeigt eben, dass sowas schon Gewicht mit sich bringt. So, aber erstmal zu dem Partnerprogramm oder zu meiner Partnerschaft mit Plarium. So, ihre Antwort dazu war, das Support-Programm für Streamer und Creator ist ein offenes Programm. Jeder kann die Bedingungen auf der offiziellen Programm-Webseite einsehen und die Registrierungsantrag senden. Haben dann nochmal einen Link geschickt, warum auch immer. Allen Programmteilnehmern steht es frei, ihre Meinung zum Spiel zu äußern, in taktvoller und konstruktiver Form. Sprich, egal ob ich das Spiel scheiße finde oder gut finde, solange ich das in einem normalen Umgangston formuliere, kann ich meine Meinung frei äußern und das ist auch erwünscht, hatte mir Tori nochmal geschildert. Denn dadurch sehen sie dann natürlich auch die Reaktion der Zuschauer. Wir sehen dadurch auch, wie jetzt in diesem Video, was ist gut, was ist sehr gut, was kann bleiben, was sollte wirklich geändert werden. Und das finde ich wirklich sehr gut, dass sie das Video nicht nur als Kritik genommen haben, sondern auch als Möglichkeit, Punkte zu sehen, was geändert werden kann. Die haben auch nochmal geschrieben, dass sie einzelne Punkte auch definitiv übernehmen möchten und auch abändern möchten. Welche Punkte das waren, haben sie bis jetzt leider noch nicht geantwortet. Fangen wir mal ganz oben hier an. Und zwar haben sie auch direkt so ein paar Antwortzeilen geschrieben. Zum Beispiel der erste Punkt, auf den sie eingegangen sind. Erhält Vikings aufgrund des Erfolgs von Raid Shadow Legends weniger Aufmerksamkeit? Planen sie das Projekt abzuschließen? Sprich, manche haben ja in den Kommentaren geschrieben, dass Raid einfach viel wichtiger für Plarium sei als Vikings. Und dass sie es eventuell sogar mit Absicht gegen die Wand fahren wollen, weil sie eben sich mehr auf Raid konzentrieren wollen. Deren Antwort darauf war: Raid Shadow Legends und Vikings War of Clans sind zwei völlig unterschiedliche Projekte. Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass Vikings für uns eine niedrige Priorität besitzt. Wie Sie sehen können, wurden im letzten Jahr neue Ereignisse und Mechaniken in den Vikings entwickelt. Im Moment konzentrieren sich unsere Spezialisten mehr auf die Optimierung des Spiels, weil wir möchten, dass jeder Spieler mehr Freude am Spiel wiedergewinnt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sich in Vikings in Zukunft nicht weiterentwickeln werden. Ja, also, ne, Übersetzung. Dazu hat mir Torin auch noch andere Sätze mitgegeben. Und zwar sind ja, wie ihr vielleicht noch wisst, viele, viele Updates geplant gewesen.
jetzt auch für ein Sommer-Update und. Das haben sie jetzt ja eingestellt. In diese Updates sind auch viele Millionen Euros geflossen. Also die Updates kosten natürlich ein Heidengeld. Mit diesen haben sie jetzt erstmal pausiert, weil sie erstmal die Optimierung der Server in Angriff nehmen wollen. Finde ich auch sehr, sehr gut. Das war aber auch schon klar vor unserem Video. Aber dass sie daran halten wollen, finde ich wirklich sehr, sehr gut. Bin auch mal sehr gespannt. Vielleicht habt ihr es festgestellt, so in den letzten 2-3 Tagen gab es 2 Updates. Einmal für die Handy-Version, einmal auch für die Plarium-App-Version, dass man die dann einmal updaten musste. Und dies hatte zum Grund, eben die Server ein bisschen zu stabilisieren. Es geht nicht auf einmal, denn man muss das natürlich immer Step by Step machen. Nicht, dass man irgendwelche Grunddateien komplett hinüber macht und mit der einen Optimierung irgendwas anderes kaputt macht. Deswegen dauert das natürlich einige Zeit. Dazu kommen wir auch zum zweiten Punkt. Da haben sie aber wahrscheinlich einen Fehler in der Übersetzung gemacht, denn das war nicht unser Thema. Und zwar Punkt Nummer 2, wird der Optimierungsprozess 6 Monate dauern? Ihre Antwort: Wir haben unsere Spieler zuvor darüber informiert, dass dieser Prozess mehrere Monate dauern kann. Wir haben jedoch nie etwas von 6 Monaten gesagt. Da denke ich mal, war das ein kleiner Übersetzungsfehler von denen. Denn im Video hatte ich ja gesagt, dass diese Probleme einfach seit über 6 Monaten schon da sind und sie jetzt erst reagieren. Das sind 6 Monate zu spät. Das haben sie damit wahrscheinlich ein bisschen verwechselt. Halb so schlimm, kann mal vorkommen. So, drittens. Warum gibt das Support-Team den Spielern die gleichen Antworten? Diese Copy-Paste-Antworten. Habe ich im Video erwähnt und auch sehr viele Spieler haben das auch nochmal mit in den Kommentaren reingeschrieben. Ihre Antwort: Einige der Probleme, mit denen Spielern konfrontiert sind, können durch Standardempfehlungen gelöst werden. Zum Beispiel die Verbindung zu einem anderen Zugriffspunkt, das Löschen des Caches oder die Neuinstallation des Spiels. In solchen Fällen senden wir den Spielern zunächst Standardanweisungen zur Fehlerbehebung. Wenn das Problem nicht dem Standard entspricht oder eingehender geprüft werden muss, treffen unsere Spezialisten eine individuelle Entscheidung, um solche Probleme zu lösen. Auf jeden Fall versichern wir Ihnen, dass unsere Spezialisten alle Anfragen sorgfältig prüfen. Das Feedback der Spieler beeinflusst die Spielentwicklung. Ihre Tickets helfen uns auch dabei, Wege zu finden, um lokale und technische Massenprobleme zu lösen. Kann ich nachvollziehen auf jeden Fall. Ich kann sehr gut nachvollziehen, denn zum Beispiel auch ich als Creator oder als YouTuber bekomme von euch hier auch sehr, sehr viele Anfragen oder generelle Fragen zu irgendwelchen Problemen oder sonstigen. Dazu muss ich wirklich nur noch einmal kurz einbrechen und nochmal wirklich klarstellen. Meine Lieben, ich versuche ja gerne in vielen Bereichen zu helfen oder so, ne? Aber wie schon sehr, sehr oft erwähnt, bin ich kein Support. Sprich, ich habe keinen Zugriff auf eure Accounts oder sonstiges und kann auch nicht eure Support-Probleme lösen. Mich haben jetzt in den letzten 2 Wochen so viele Nachrichten erreicht, ey, wir haben hier ein Problem, dann werden mir Screens geschickt oder sowas. Kannst du dich darum kümmern mit dem Support? Und da muss ich wirklich ein ganz klares Nein sagen. Ich muss wirklich sagen, es klingt vielleicht egoistisch oder so, aber ich habe leider nicht die Zeit, eure ganzen Screens zu nehmen, sie an den Support freizustellen. Vor allem bringt das auch nichts, weil ich habe kaum Hintergrundwissen oder sonstiges. Es ist jetzt keine Aufforderung, mir jegliche Informationen zuzukommen oder so. Ihr müsst eure Support-Angelegenheiten wirklich direkt mit dem Support klären und nicht mit mir. Ich versuche gerne zu helfen, wie es geht, mit Tipps oder sonstiges. Oder wenn ihr Gameplay-Fragen habt, Fragen zum Spiel oder so, bin ich auch jederzeit gerne da. Aber nochmal, um klar zu sagen, ich bin kein Support. Also bitte, schickt mir keine Screens oder sonstiges. Ich habe weder die Zeit noch die Möglichkeit, eure Probleme dahingehend irgendwie zu lösen. Dafür müsst ihr euch wirklich an den Support richten. Versucht den Support im leichten Deutsch, wenn ihr Englisch nicht schreiben könnt, im leichten Deutsch klarzumachen, was ihr möchtet. Und
Schreib mit denen. Ich weiß, es dauert ab und zu sehr, sehr lange, aber in den meisten Fällen, nach wiederholten Male, sollte es eigentlich zu einer Lösung führen. So, und ich kann deswegen auch sehr gut nachvollziehen, dass sie dann diese Standardtexte losschicken. Weil wenn mich jetzt zum Beispiel eine Person das siebte, achte Mal immer dasselbe fragt, kam sogar schon öfters vor, finde ich auch nicht schlimm, ne? Ich habe auch ab und zu mal eine längere Leitung. Aber kann ich verstehen, dass dann bei einem Thema, wo was, glaube ich, tausende Male am Tag oder so bei denen eintrifft, dass sie dann so eine Standardantwort fertigen, um eben einfach schneller die Sachen zu beantworten. Kann ich nachvollziehen. Blöde finde ich da einfach nur. Mit ihrer Aussage heißt es einfach nur, gut, Standardantworten, okay, gibt es in vielen Bereichen. Aber das heißt, um ein Thema zu lösen, braucht es mindestens 2 Tage. Denn die antworten erst immer am nächsten Tag zurück. Bedeutet, am ersten Tag gibt es, oder am ersten Tag stellt ihr ein Ticket, am zweiten Tag kommt die Antwort, die Standardantwort. Am dritten Tag oder am selben Tag vielleicht noch, schreibt ihr nochmal ein Ticket und sagt, Leute, so und so und so. Also ihr wiederholt euch. Am vierten Tag kommt dann die richtige Antwort. Und das finde ich schon ein bisschen nervig, vor allem, wenn es jetzt darum geht, wenn es ein Problem, was zeitlich begrenzt ist oder sowas. Zum Beispiel das Bankangebot oder was auch immer, sind schon 3 bis 4 Tage, die einfach so unnötig davon streichen. Deswegen, Plarium, wie wäre es, wenn ihr denn die Geschwindigkeit der Antworten vielleicht noch ein bisschen erhöhen könntet, wenn ihr sagt, wir schicken Standardantworten. Weil das ist schon ziemlich nervig. Das Problem hatte ich damals auch, war sehr zeitig eingegrenzt damals. Und als das Problem behoben worden ist, war es schon 2 Tage zu spät. Also die Geschwindigkeit, ne? Also die Geschwindigkeit muss dann wirklich erhöht werden, meiner Meinung nach. Ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr zu den jeweiligen Antwortpunkten haltet. So, Punkt Nummer 4. Da war ich ziemlich enttäuscht. Sie haben als Frage geschrieben, werden die Spieler eine Entschädigung für die technischen Probleme erhalten, mit denen sie konfrontiert waren? Ihre Antwort? Alle Vergütungsanfragen werden von unserem Support-Team sorgfältig geprüft und individuell bearbeitet. Wenn Sie im Spiel auf ein Problem gestoßen sind, empfehlen wir Ihnen, sich an das Support-Team zu wenden. Das war eine Antwort, wo ich denke, okay, Copy-Paste. Also, wir haben es ja sonst immer gut, wirklich gut beantwortet, ne? Aber bei der Antwort, Leute, Plarium, really? Das gehört nicht dazu. Deswegen habe ich dazu auch dann nochmal geschrieben, bitte liest die Frage nochmal und bitte antwortet genauer. Denn die Frage war natürlich, gut, sie haben es vielleicht darauf bezogen, wenn die im Allgemeinen, gut, wenn irgendjemand dann Probleme hat oder sowas. Ich habe denen dazu auch nochmal ein paar Beispiele genannt, so, ne? Hier, da und da und da, die Beweispflicht. Ist in vielen Bereichen einfach nicht möglich, weil einfach kein Spieler 24/7 eine Aufnahme laufen hat. Da müssen sie wirklich ein bisschen dem Spieler entgegenkommen, finde ich. Denn ihr seid nicht wie ich ein Creator und habt immer, wenn ihr zockt oder sowas, eine Aufnahme nebenbei laufen. Und deswegen finde ich das schon ziemlich makaber. Auf der einen Seite kann ich es natürlich verstehen, weil sonst könnte jeder Hans und Franz natürlich dem Support schreiben, ja, hier, ich habe 700 Millionen verloren, 700 Millionen T7er verloren oder sonstiges, bitte gib sie mir wieder. Dann könnte das jeder machen, ne? Also, dass so eine kleine Beweispflicht ist, okay, aber sie können das ja auch nachvollziehen auf der einen Seite, deswegen wünsche ich mir da schon wirklich so ein bisschen bessere Qualität im Service. Sprich, dass sie da wirklich besser ins System reingucken, anhand der Daten dann vielleicht nachgucken können, ah, gut, er hat 1 Sekunde vielleicht zu spät oder sowas, oder, na, also, bisschen mehr Feingefühl, würde ich mal sagen. Bisschen mehr Feingefühl in diesen Vergütungssachen, weil es geht ja wirklich in vielen Bereichen um sehr, sehr viel Geld. Und da sollten sie schon wirklich feinfühliger werden. Und ebenfalls war die Hauptfrage dazu eigentlich eine ganz andere, ja, aus einem ganz anderen Hintergrund. Und zwar,
In den letzten Monaten hatte ich erfragt, ob die Spieler dazu eine Vergütung bekommen. Und zwar alle Spieler. Dazu komme ich auch zum Punkt, worauf Torin geantwortet hat. Und zwar gibt es leider keine Vergütung für die Kommentatoren des Videos. Das hatte ich ja ebenfalls erfragt, weil das einfach anderen gegenüber ziemlich unfair wäre. Kann ich auch nachvollziehen. Ne? Es haben ja nicht alle Spieler, die Vikings spielen, Zugang zu meinem Video aufgrund der Sprachbarriere oder. Und deswegen wäre es unfair, kann ich nachvollziehen. Okay. Wir sind auch gerade am Verhandeln. Ich hatte nämlich gefragt, ob ich sonst ein Special Gewinnspiel machen kann. Nicht nur mit 8 Gewinnern oder 10 Gewinnern oder sowas, sondern mit deutlich mehr Gewinnern und halt, ne, dafür auch einen ziemlich guten Gewinn. Und da sind wir gerade am Verhandeln und so weiter und so fort. Er hat mir was vorgeschlagen. Und das sind wir erstmal am Verhandeln, weil das sonst ziemlich kostenintensiv für mich sein wird. Aber dazu gibt es dann später nochmal ein separates Video, wenn wir da auch ein bisschen mehr fix gemacht haben. Das wird noch ein paar Tage dauern und wird wohl eventuell zum nächsten Jotunheim-Event kommen, wenn die es am Ende annehmen. Aber wie gesagt, dazu später mehr Informationen. Ja. Ansonsten mal gucken, was ich da so rausschlagen kann in Sachen Entschädigung. Da muss ich euch einfach nur um ein bisschen mehr Zeit bitten. Und ja, das waren so leider die einzigen Fragen, auf die sie eingegangen sind. Die wichtigsten Fragen fehlen leider. Wie die Sachen mit den Checkpoints im CVC, Fury und sonstiges, die ja astronomisch hoch angesetzt worden sind. Und wenn man das so berechnet im Vergleich zu vorher, mit weniger Gewinn. Sprich, macht ihr die gleichen Punkte wie zuvor, sprich, behaltet ihr eure Kosten wie zuvor im selben Spektrum, bekommt ihr noch weniger Belohnung. Und das ist einfach ein Punkt, den kann und werde ich einfach nicht akzeptieren können. Weil das ist einfach zu extrem. Wenn die Belohnung wenigstens gleich bleiben und dann eben noch Luft nach oben bleibt für bessere Belohnungen und so und man sich so gesehen frei entscheiden kann, gut, dann die Belohnung will ich haben und dafür bin ich bereit, diesen Betrag mehr auszugeben. Okay. Aber wenn man das Geld, den Geldwert, sage ich mal, seitens Plarium niedriger macht, das heißt, im Vorfeld sagen wir mal 20 Euro hast du diese Belohnung bekommen. Und jetzt bekommst du für 20 Euro weniger Belohnung. Das finde ich schon ziemlich scheiße, muss ich offen und ehrlich auch so sagen. Und deswegen habe ich auch die darum gebeten, dass sie besonders auf diesen Punkt extrem gut eingehen sollten, weil aufgrund dessen werde ich dann auch wirklich so entscheiden, für mich dann auch, ob ich die Partnerschaft fortführen möchte. Denn ich bin in einer Position, wo ich mir eben meine Partner aussuchen kann. Plarium ist ja nicht die einzige Partnerschaft, die ich habe. Ich habe natürlich auch Partnerschaft mit G-Portal oder mit einem Druckhersteller und. Und dementsprechend achte ich wirklich drauf auch, mit wem ich eine Partnerschaft mache. Und dementsprechend werde ich da dann mir persönlich auch die Schlüsse ziehen am Ende. Und es waren noch so andere Punkte, auf die sie nicht eingegangen sind. Ich gucke mal hier eben direkt im Discord nochmal rein, weil wir haben wirklich in den letzten 2 Tagen, seit sie die ersten Antworten gegeben haben, so unglaublich viel geschrieben. Aber eben auf manche Dinge sind sie nicht eingegangen und da hatte Turin auch direkt geantwortet und meinte, es tut uns sehr leid, dass wir diese Punkte vergessen haben. Bitte gebt uns nochmal ein paar Tage, ich werde das mit meinem Team besprechen und werden uns dazu dann auch nochmal öffentlich äußern. Finde ich schon mal sehr gut, dass Sie da auch direkt geantwortet haben und bitte euch dann dementsprechend auch nochmal ein bisschen um Geduld, um die restlichen Fragen auch nochmal zu klären und würde mal sagen, haut mal in die Tassen, was meint ihr oder was haltet ihr von diesen Antworten? Sind die zufriedenstellend für euch oder was meint ihr? Also haut wirklich mal eure ehrliche Meinung raus. Und ich muss sagen, ich bin zum Teil positiv überrascht. Bei manchen Antworten bin ich wirklich, wirklich enttäuscht. Zum Beispiel das mit der Entschädigung. War viel zu kurz. Aber ich bin mal gespannt. Also es ist ein kleiner Lichtblick. Und ich bin auch sehr gespannt, wie das neue Gewinnspiel sein wird, weil wie gesagt, da sind wir halt noch am Verhandeln und so und ja.
sehr viel Information. Auf jeden Fall, auf einmal ist auch ein sehr, sehr langes Video geworden. Und ja, haut gerne raus. Ich bin so mega gespannt auf eure Kommentare, auf eure Meinungen, das, was ihr denkt und so. Habt ihr vielleicht noch Punkte, die eurer Meinung sehr wichtig sind, die man bei Plarium ansprechen sollte oder so, dann nutzt auch hier erneut bitte die Kommentarfunktion, denn Plarium wird dies ebenfalls durchlesen, ich ebenfalls, und werde dann auch, wenn die wirklich sinnvoll sind und auch berechtigt sind, werde ich die auch ebenfalls bei Plarium, bei Thorin dann ansprechen, und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Also meine Lieben, erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr euch das lange Video angeguckt habt, und ich bin mal sehr gespannt, was ihr antworten, und freue mich schon auf das nächste Video und sehen uns dann auch dort.